Und dadurch steht die gesamte Last zu weit vorn und den Grenzbereich, dort hält man diese Lasten dann nicht mehr. 112 Kilogramm, Lochowska, die kann den Sack jetzt zumachen. Sie ist nur noch hier im Rennen. Und wenn sie diesen zweiten Versuch über 112 Kilogramm schafft, dann ist sie die Goldmedaillengewinnerin des Stoßens und des Zweikampfes, nachdem sie ja Bronze im Reißen geholt hat. Also sie braucht wirklich das Kilogramm mehr. Er schob war momentan 198, man braucht 199, es geht nicht mehr nach Körpergewicht. Oh, da hat sie die Zitune aus der Hocke rausgekommen. War vorhin ähnlich, ne? Nicht ganz so schwer, aber oben raus war alles in Ordnung. Und jetzt auch, also zack, Europameisterin. Das zeigt sich immer wieder. Es ist ganz, ganz wichtig, das Ausstoßen zu trainieren im Training, dass man sich dort Kraftüberschuss antrainiert, damit man eben genau das, was wir hier gesehen haben, zeigen kann. Schwerer Umsatz und trotzdem genügend Körner dabei, um dann tatsächlich den Ausstoß noch zu schaffen. Also schauen Sie sich das an. Gerade so über den toten Punkt gekommen und dann ein blitzsauberer Ausstoß. Nochmal dran gegangen. Da gab es gar nichts. Also so muss das aussehen. Und so kann man die Dinger eben gewinnen. Gold also für sie im Stoßen und im Zweikampf. Ja, damit glaube ich jetzt zum dritten Mal, ne? Hintereinander Europameisterin. Ja, 17, 18, 19. Auch wenn es natürlich eine neue Gewichtsklasse ist, aber ändert ja nichts an der Tatsache, dass sie dreimal hintereinander Europameisterin ist. Ja. Also, die Erfahrung siegt hier über die